Das war jetzt nicht wirklich eine angenehme Nacht. Aber was erwartet man, wenn man in einer Kriegergilde übernachtet? Hm? Also irgendeiner von den Jungs ist tierisch am Schnarchen gewesen. Oder es waren alle auf einmal. Aber gut, wir essen erstmal 2 Laib Brot. Ein gutes Frühstück mit ein bisschen Scuttle dazwischen. Und ein ganz kleines bisschen Salzreis. Ein Brot nehmen wir noch für unterwegs mit. So, und das restliche Brot legen wir schon mal raus. Das muss nämlich bald weggeschmissen werden. Unsere Sklavenfesseln verstauen wir mal in der Kiste. Aber wickeln wir in unser altes Hemd und die alte Hose ein, damit man auf dem ersten Blick sie nicht gleich findet. So, unsere Rüstung sollten wir auch anziehen. So. Und bevor wir dann heute irgendwas anderes machen, werden wir erstmal ein wenig Geld ausgeben. Nicht unbedingt für Sachen, die wir direkt brauchen. Das wäre wahrscheinlich viel zu teuer, weil wir ja schon recht gut sind in den Sachen, die wir häufig benutzen. Sondern andere Fähigkeiten, um halt ein wenig ausdauernder oder geschickter zu werden. Also die... Hallo, es ist ein Vergnügen, euch zu treffen. Seltsam. Das ist doch mal eine nette Begrüßung. Was bietest du denn für Ausbildung an? Blocken, Athletik und Nahkampf. Athletik und Nahkampf sind wir schon recht gut. Aber wir könnten jetzt zum Beispiel Blocken trainieren. Und so hoffen, dass wir ein wenig geschickter werden. Ist zwar ein wenig kostspielig, aber es dürfte sich langfristig auszahlen. So, wie viele Draken haben wir noch? 354, ach, das ist okay. So. 190 Draken haben wir noch. Okay, langsam reicht das. Dann vielen Dank. Machen wir die Tür wieder zu. Und... Wollen wir jetzt hier in der Kriegergilde was machen oder bei den Dieben? Wir sollten eher bei den Dieben was machen, um unsere Taschen ein wenig mehr zu füllen, um danach noch mehr trainieren zu können. Denn wir waren schon eh immer nicht gerade der Fitteste. Und auch nicht der Stärkste und Geschickteste. Und die Wochen im Gefängnis haben uns nicht gerade gut getan. Das heißt, wir brauchen das Training auf jeden Fall. Darf ich euch helfen? So, also, dazu müssen wir in die Taverne Südwall. Das wäre auf der anderen Seite. Also hier durch. Ist ja gut was los heute Morgen. Unter Sonne und Himmel. Mutzera. Ist das was? Nö. Wahrscheinlich nicht. Hier rechts müsste die Taverne sein. Genau. Und dann gucken wir doch mal, ob Honigmond einen neuen Auftrag für uns hat. Die hatte uns ja letztes Mal die Diamanten holen geschickt. Wie kann ich euch helfen? Was gibt es, Anfänger? Seid ihr hier, wenn ihr arbeiten möchtet? Weil ihr arbeiten möchtet oder seid ihr bereit für eine Beförderung? Wir würden eigentlich gerne arbeiten. Habasi will den Schlüssel zum Haus Neranu. Erdgeschosse sind selten verschlossen, aber Habasi möchte heimlich nach oben gehen. Wer hat den Schlüssel? Odris Neranu hat einen. Habasi denkt, Nerustina Sovor Trendel in der Ratstaverne hat einen. Okay, das ist schon ein wenig komplizierter. Fragen wir erstmal über Odris Neranu. Wenn wir schon jemanden bestehen, sollten wir auch über ihn Bescheid wissen. Nicht, dass wir den Falschen bestehlen. Er lebt in der Nähe von Nalkayas Laden. Oh, das müsste die Alchemistin sein, wo wir eingestiegen sind. Sein Haus befindet sich am großen Platz im Ratsviertel. Ja, das wissen wir, wo das ist. Und was ist mit seinem Diener? Sovor Trandel. Er verschwendet seine ganze Zeit und sein Geld in der Ratstaverne, drüben beim Schlickschreiter. Okay, Ratstaverne. Warum ist Freund hier? Da haben wir schon übernachtet. Da waren eigentlich nur Dunkelelfen.
Und wir hatten schon mal gehört, dass es ein Treff sein soll für die Kamonatong. Also für die hier Morrowind eigentlich ansässige Diebesgilde. Also quasi unsere Feinde. Das könnte übel enden. Also wir können da nachfragen. Aber wenn der eine klitzekleine Ahnung hat, wer wir sind, dann wird er uns auf keinen Fall helfen. Natürlich können wir versuchen, ein wenig nachzuhelfen mit unseren Draken, aber... Vielleicht sollten wir mal ein wenig nachhelfen. Wir benutzen mal den Kiefermoschus. So. Ja. So, bist du der Gesuchte? Nein, er nennt sich selber Tanelen Velas. Und ja, so könnte einer von der Kamonatong aussehen, hm? Schön dunkle Kleidung. Unsere Türen stehen euch immer offen. So, weißt du etwas über diesen Ondres Narano? Ich habe Gerüchte gehört, dass er Gerüchte über irgendeinen Redoraner-Adligen in Umlauf setzt. Und über seinen Diener weißt du nix. Na gut. Was mit dir? Oh, er heißt Sovor. Können wir dir etwas über Haus Nerano abschnacken? Das ist der Ort, an dem ich arbeite. Was kannst du mir über deinen Chef sagen? Ich übernehme Arbeit für ihn. Was wollt ihr sonst noch wissen? Wir würden gerne irgendwie da reichen. Gerüchte? Man hat mir mitgeteilt, dass das Kaiserreich die Genehmigung erteilt hat, auf der Insel Solstein Bergbau zu betreiben. Ja, das ist nicht so wichtig. Jemand Bestimmtes? Ich kümmere mich um meine Angelegenheiten. Ich schlage vor, ihr kümmert euch um eure Fremdländer. Ja, die Kamonatong hat wirklich was gegen Außenseiter. Ein Ratschlag? Ihr wollt meinen Rat, Fremdländer? Haltet euch fern von der Kamonatong. Wir mögen keine Fremdländer. Also er gehört wirklich dazu. Das macht das Ganze nicht sehr einfach. Na gut, dann probieren wir es doch einfach mal. Er ist ein Gelehrter. Na gut, dann probieren wir es einfach mit ein wenig Bestechung. 100 Draken. Das ist angemessen. So, magst du uns jetzt etwas über Haus Nerano sagen? Das ist der Ort, an dem ich arbeite. Für eine kleine Zuwendung sage ich vielleicht euch mehr. Das sollte doch eigentlich schon reichen. Was Neues über deinen Chef? Nein, er will noch mehr haben. Dann müssten wir was verkaufen. Das können wir verkaufen. 108 Draken. 109? Jo, sehr schön. Das geben wir dir gleich zurück. Nochmal 100. Also gut, ihr wollt den Schlüssel? Sagt Ondres Nerano nicht, dass ich es getan habe. Nicht, dass er es nicht verdient, wo er mich schon so schlecht bezahlt. Okay. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass er uns nicht verpfeift. Aber das wird er schon nicht tun, weil er sonst ja selber Mitschuld hat. 200 Draken hat es das Ganze jetzt gekostet. Hoffen wir mal, dass Honigmond uns mehr gibt als 200 Draken. Und dann müssen wir gucken, was sie genau mit dem Schlüssel vorhat. Wenn sie da nur einbrechen will, können wir ja vielleicht das Ganze übernehmen. Wenn sie ihn umbringen lassen will von irgendjemandem, könnten wir danach das Haus ausrauben. Sollten wir auf jeden Fall die Ohren offen halten. Der Segnungen 3 für euch. So, habt ihr den Schlüssel zum Haus Nerano? Ja, haben wir. Moment. Nein, haben wir nicht. Wir wollten eigentlich nur fragen, ob du Ausbildung anbietest. Nein, tut sie nicht. Na, das ist schade. Dann gehen wir mal den Schlüssel holen.
Das war knapp. Wir haben gerade den Schlüssel zu einer Villa bekommen. Die Diebesgilde wird uns doch wohl nicht krumm nehmen, wenn wir mal kurz da vorbeischauen, oder? Machen wir mal einen kleinen Spaziergang. Wir gehen einfach so durch die Stadt und währenddessen überlegen wir, ob wir das wirklich machen wollen. Es ist eine Villa. Hier im teuersten Viertel der Stadt. Wir haben nur den Auftrag bekommen, den Schlüssel zu holen. Es wurde uns nicht verboten, selber dort irgendwas zu machen. Und die einzige Auflage, die wir von der Gilde selber haben, ist, dass wir keine anderen Diebe bestehlen sollen. Aber wer auch immer das da ist, er wird kein Dieb sein. Sonst würde Honigmond ja wohl kaum davon Schlüssel klauen wollen. Also wenn man pedantisch sein will, dürften wir da jetzt einfach so einbrechen. Und wir könnten die Draken bei weitem gebrauchen. Also ja, wir schlendern jetzt mal etwas schneller in Richtung von dieser Villa und gucken uns da um, wie wir am besten reinkommen könnten. Was? Schweigsam heute. Also da oben ist das Ratsviertel. So hieß das doch, oder? Gucken wir mal unsere Notizen. Haus Nerano. Sein Haus befindet sich am großen Platz im Ratsviertel. Ja, sehr gut. Man muss sich immer über alles Notizen machen. Man weiß nie, wann man die gebrauchen kann. In der Nähe von dem Alchemisten sollte es sein. So, hier haben wir die Wachtürme. Hier haben wir Haus Lalu. Da ist die Alchemistin. Es könnte hier sein. Oder hier. Reden kostet nichts. Was wünscht ihr denn? Ist hier irgendwo ein Schild? Ja, Türschild. Haus Nerano. Ist ja gut zu wissen. Hier muss irgendeine Gilde anwärtig sein, aber die haben nicht hingeschrieben, welche. Und hier ist der Ausstatter und die Alchemistin. Also in diesem Haus. Das dürfte ja echt nicht schwer sein. Da ist hier gleich eine Treppe hoch. Der einzige Haken ist mal wieder die Wache da hinten. Wir könnten einfach... Die Wache guckt gerade nicht. So. Wir könnten jetzt einfach hier warten, bis es dunkel wird, aber das dauert noch eine ganze Ecke. Aber ja, hier hinzukommen ist echt nicht schwer. Der einzige Haken ist halt nur die Wache. Schleichen wir mal ein wenig. Können wir von hier aus noch irgendwo anders hin? Nee. Wir könnten mit einem ganz guten Sprung hier rauf und dann aufs Dach, aber von da kommen wir auch nicht weiter. Oh, da war jemand. Na gut, machen wir es anders. Wir treiben uns jetzt eine Weile in der Stadt rum und kommen dann bei Sonnenuntergang, wenn nicht sogar etwas später, wieder hierher zurück. Und dann schauen wir mal, was da drin ist.